So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Zero Mission. Ich bin Klaus von Delivery LP und im letzten Part sind wir ein bisschen rumgedümpelt, haben nur ein bisschen Container gefunden und die Map ein bisschen erweitert und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Leider, aber ja, da muss ich jetzt durch. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder ein bisschen weiter als im letzten Part. Wo möchte ich denn hin? Ich möchte auf jeden Fall nochmal diesen einen Weg da aus erkunden, den ich gerade da hatte. Nach ganz links also wieder. Weil irgendwas... Ich habe das Gefühl, dass ich da was übersehen habe. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas bestimmt. Ja, wir schießen uns mal als Morphball hoch. So, höher geht's nicht. Komm, geh weg. So. Ich brauche mal den Speed Booster, um da wieder runterzukommen. Denn so wollte ich eigentlich nicht. Hä? Ich habe es drauf geschossen. Mach jetzt zuerst. Oh, und da ist der Speed Booster und Turbogang. Den Boden kaputt rennen. So, wir müssen ein Stück noch runter. Dazu müssen wir, glaube ich, hier noch eben rein. Das war ein Stück zu weit. Und ich hätte das Ding aufschießen sollen. So, das muss reichen. Reicht das? Ja. Ideal. So, und hier muss ich dann wieder rein. Denn ich wollte gucken, ob ich das hier vielleicht irgendwas übersehen habe. Ich hoffe es zumindest, denn ich möchte gerne weiterkommen. So, wir rollen uns mal hier drunter durch. So, guck mal, was wir hier finden. Wo war das? Hier war die Stelle, genau. Und da war auch die Stelle, wo ich im letzten Part immer runtergefallen bin. Genau hier. Mal sehen, ob ich es jetzt schneller darüber schaffe. Erstmal machen wir den kaputt. Denn sonst springen wir in den auch wieder rein. So, jetzt sind wir in dem ganz großen Raum. Da braucht es, glaube ich, darum, wo wir den Booster brauchen, um darüber zu kommen. Und ich mache gerade ganz schön Unsinn, muss ich sagen. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung hier gewöhnen. Das ist schon so lange her, dass ich gezockt habe bei Metroid Zero Mission. Und das ist auch so nervig mit den Viechern, die von der Decke kommen. Und da sind wir drüben. Sind ausnahmsweise mal nicht in den Gegner reingesprungen, sondern konnte ausgewichen. Und den haben wir erledigt, bevor der uns erreicht hat. Perfekt. So, den Speicherpunkt benutzen wir jetzt mal nicht, weil wir haben nichts erreicht. So. Nee, hier wollte ich noch nicht runter. Ich kann nicht zwar runter, aber das bringt mir nicht viel. Da war ich ja schon. Achso, das war der Raum. Komme ich da jetzt überhaupt weiter? Ich weiß es nicht. Ah, nicht wirklich. Ich glaube, der Weg unten war leichter, den nehme ich jetzt auch. Erstaunlich, warum man mit dem Aufbau so springen kann. So, hier ist die Öffnung. Eine lange Strecke, irgendwie sieht die verdächtig nach Speed Booster aus, muss ich sagen. Allerdings stelle ich mir das auch schwierig vor. So das Timing abzupassen, irgendwie. Vor allem, weil immer Gegner kommen, wenn ich da durchrennen will. Ich komme gar nicht erst zum Speed Boost. Der ist mir jetzt im Weg. Oh Mann! Ich will nur einen scheiß Speedboost auf die Kette kriegen hier. Sehe ich das richtig, wenn ich die da drüber einfriere, dass sie dann. Ne, das fehlt so nichts. Der Speedboost. Lassen wir das mal. Gehen weiter.
Oh. Ja, Leute, so geht's natürlich auch. Man kann auch zufällig den richtigen Weg finden, indem man einfach nur irgendwo runterfällt. Und damit sind wir auch unten. Hier auch nochmal das Gleiche, oder? Nein, wie Sie sehen, sind sie nichts außer eine verbrennende Samus. Die zum Glück wieder aus dem Lava-Serum. Oh. Wie sieht das denn hier aus? So, den da oben will ich nicht bei mir haben. Genauso wenig wie den da oben. Genauso wenig wie ich hier unten sein wollte. Ah, Mist. Ja, wir sind gerade im Begriff abzukratzen, wenn wir jetzt nicht langsam mal unsere Vorräte auffüllen können. Und ich wieder runterfallen mal, Cloud. Gut. Den Raum haben wir geschafft. Und das hier oben sieht irgendwie wieder verdächtig aus nach irgendwas. Sieht auch nur so aus, leider. Und ich würde schön finden, noch mehr Lebens zu kriegen wieder. Haben die sich in den komischen Tentakel verfangen? Verrückt. Und ein Speicherpunkt, den werde ich auch direkt benutzen, bevor ich jetzt tatsächlich das zeitliche segnen sollte und dann wieder zufällig in die Lavasee fallen kann. Oh, da kommen direkt drei raus. Das ist natürlich ein netter Lebensenergieboost, muss ich sagen. Daran fahren wir uns direkt wieder hoch, würde ich sagen. Einmal noch, dann sollte ich es haben. So, perfekt. Wir sind wieder voll aufgetankt mit Energie. Da springen wir uns mal den Weg durch als Morphball. Da brauchen wir einen Speedbooster. Ich verstehe. Allerdings ist irgendwie nicht genug Raum für einen Speedboost. Das sind so die Stellen, die ich absolut nicht verstehe. In diesem Spiel. Wir müssen da als Speedbooster durchrasen. Bringt mir das jetzt was, dass ich hier unten bin, oder? Was ist denn unter mir? Gar nichts. Und unten geht's zu Ridleys Gebiet. Das ist der nächste Endgegner, Leute. Da möchte ich jetzt gerade zu gern hin. Allerdings habe ich noch keinen Plan, wie ich das bewerkstellige. Weil ich keinen Plan habe, wie ich hier weiterkomme an dieser Stelle. Vielleicht kann ich auch einfach. Oh, schon wieder eine Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Mensch. Ich kann mir jetzt gerade echt nur mit dem Speedbooster vorstellen, ehrlich gesagt. Andererseits kriegen wir auch nicht genug Anlauf hier an dieser Stelle. Ihr seht, was passiert, wenn blöden Gegner wieder kommen hier. Ich habe also mal wieder keinen Plan. Cloud sitzt wieder fest und hat keinen Plan, was zu tun. Hier rein. Keine gute Idee. Thank you.
Eine Idee hätte ich noch. Aber das sieht auch nicht vielversprechend aus, muss ich sagen. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann komme ich doch hier wieder in diesen Tentakelraum, genau. Wenn ich hier mal eben alles aufballere. Aha, was haben wir hier? Ist das vielleicht der richtige Weg, um hier weiterzukommen? Das erfahrt die nächsten Folge, nein, Scherz, Quatsch. Das sind Gegner nicht direkt zu mir dann. Ah, geh weg! Was will der von mir? Geh weg! Mann! Das mag ich hier gar nicht. Was ist das? Wave Beam? Dieser Beam aus Energiewellen kann feste Objekte durchdringen. Aha. Ja, dann war mal. Wie sieht der aus? Ist ja abgespaced. Ich werde jetzt auch nochmal den machen. Diesmal ging jetzt ein bisschen einfacher vonstatten. Damit kommen wir doch bestimmt hier an dieser Stelle durch jetzt. Manchmal sollte man einfach mutig sein und in Lava springen, meine ich. Zumindest in Metroid. Ja, und damit kommen wir doch ganz easy peasy durch. So, und der Wavebeam, der kann ja, jetzt sind wir wieder bei dem Vieh. Bei dem aber letzten schon mal. Da wusste ich nicht weiter so recht. Ah, das schadet uns wieder daran. Ah, Moment mal, vielleicht können wir den. Ha, Bingo! So, kommen wir da vorbei, Leute. Okay. Heiliger Kuhmist. Kommen wir hier irgendwie drunter? Ich sehe gerade, hier ist noch ein Weg. Nee. Leider gar nicht. Aber wir können mit dem Wavebeam zurückstoßen. Vielleicht bringt uns das, was wir mit dem weit genug zurückstoßen, dass wir dann irgendwie unter den kommen und den so kalt machen können. Ne, da folgt er uns nur wieder. Und wieder hänge ich an einer Stelle. Yay! Kommen wir da jetzt überhaupt wieder zurück hier? Nicht nach Haus. Moment mal, wenn wir den zurückstoßen. Und eine Idee habe ich gerade. Der folgt uns ja direkt wieder. Also, das hat jetzt nicht funktioniert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe. Das könnte tatsächlich funktionieren, aber irgendwie glaube ich da noch nicht so ganz dran.
Also entweder stehe ich mich einfach zu blöd dafür an, oder es ist wirklich so schwer. Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, weiter weg, weiter weg, weiter weg, weiter weg, weiter weg. Vor allem, wie oft müssen wir mit dem dann treffen, wenn das funktionieren sollte? Oh, da hat er uns erwischt. Das ist das Einzige, wie ich mir vorstellen kann, ihn treffen zu können, ehrlich gesagt. Ne, wir müssen das Ganze noch ein bisschen später machen. Wir können nämlich nur an dieser roten Stelle angreifen, unten an seinem Bauch quasi. Aber wie, ist die andere Frage. Nee. Die Frage ist, treffen wir den nicht oder schaden wir den damit nicht? Das ist die andere Frage wiederum. Ne, wir treffen ihn einfach nicht. Weil wir zu früh anfangen und abhauen. Wir müssen uns dafür ein bisschen mehr Zeit lassen anscheinend. Ich versuche jetzt mal auf einer kürzeren Strecke vielleicht. Bringt das ja was. Okay, sobald der macht so einen Sprung, sobald er den macht, haue ich ab und schmeiß Wurfbomben. Ich glaube, das könnte wirklich... Wow, es funktioniert tatsächlich so anscheinend. Allerdings habe ich noch nicht genug Wurfbomben abgeworfen anscheinend. Ja, das ist leider der Nachteil an einem Blind Let's Play, man hängt immer wieder an Stellen fest, wenn man nicht weiter weiß. Und das Ding ist endlich hochgegangen. Wir können weiter. Mal sehen, was es hier erwartet. Eine Stelle, die bereits... Ah! Ja, ich erinnere mich. Hier kamen wir sonst nicht vorbei. Und jetzt haben wir den... genug Platz für den Speedbooster, nehme ich an. Ja, das reicht perfekt. Und jetzt können wir auch hier den Mister-Container holen. Und wir können im Zweifelsfall hier diesen Weg hier freispringen, wenn wir zurück wollen. Ah. Raffiniert, Leute. So, direkt der Speicherpunkt. Mann, Mann, Mann. Das hat mich jetzt ganz schön geärgert. So, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Wir sind ja endlich wieder ein bisschen weitergekommen. Mal ein Hinweis in einer Sache. Ihr könnt uns gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Ein Kommentar da lassen wäre auch cool. Vielleicht einen Daumen nach oben. Wie ihr möchtet. Bis dann, Leute. Euer Cloud.